So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir das große Rasierer-Level von Metroid gespielt und ich glaube, das von Frank war auch mit dabei, bin ich mir nicht mehr sicher. Und jetzt haben wir... Oh, wait! Wir sind oben. Jetzt kommt nur noch der böse Sandsturm. Was wahrscheinlich... wieder ein viel zu krasses Level von Wabaros ist. Oh je. Alles klar. Ja, Mensch. Dann sind wir ja oben angekommen. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir schon wieder oben sind, ne? Oh nein, ich muss zwischen den Viechern laufen. Mit Sturm. Ja, ist klar, ne? Oha, aber der hat halt immer wieder coole Ideen, das muss man sagen. Yo, mach das mal nicht. Hey! Okay, das wird zu krass. Da krieg ich jetzt schon Zustände. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Dann, Devoris Musiklevel, was ich letztes Mal zum Schluss machen wollte, dann komplett vergessen habe. I'm sorry. Love is a music level. Let's go. Machen wir es jetzt einfach. Boah, die Eiszapfen, ne? Oh boy! Mist. Hilfe, das wird schwierig. Oh no. Boah, das wird echt schwierig. Aber es klingt super. Was war das denn jetzt für ein Sprung? Bringt gar nichts so vorzurennen. Aha. Das ist ja eh Scrolling. Können wir bitte nicht mehr an dieser Lücke sterben? Ganz ruhig. So. Hier ein bisschen warten ist sowieso besser, wie man sieht. Deutlich besser. So, jetzt einfach hier nicht an dem Ding sterben. Oh mein Gott, an dem auch nicht. Oh, die fallen runter. Okay, gib mir ein Checkpoint bitte. Danke. Fallen die runter? Nein, die fallen nicht runter. Die waren dunkler. Oh, die... Ich hab's zu spät gesehen. Da bin ich schon gesprungen. Nochmal. Okay. Und hier noch was Gefährliches. Sieht im Moment gut aus. Der Sprung. Oh Gott, weiter Sprung. Okay. Gib mir noch einen Checkpoint, bitte. Wobei, dann hätten wir schon alle bei... Oh, dann haben wir schon die Checkpoints gesehen des Levels. Das heißt, mehr gibt's nicht. Mm.
Und der Anfang nochmal, okay. Aber jetzt eben mit gedrücktem On-Off und dann kann ich hinten einen anderen Weg wählen. Ja, wähle nicht, ich gehe automatisch einen anderen Weg. So, jetzt kommen die schwierigen Viecher wieder. Wobei, die waren ja nicht schwierig, man muss es ja nur wissen. Und dann hier, jetzt geht's oben lang. Puh! Ja, krass! Cooles Level mal wieder, ne? Vom guten Devorin. Okay. Wisst ihr, was wir dann jetzt machen? Wir nutzen dann jetzt das Level, um endlich mal anzufangen, die Boost-Bo-Level aufzuholen. Das Level meine ich. Um die Boost-Bo-Level aufzuholen. Wo ist er denn? Irgendwo da unten. Da ist er. Da ist er. Auf geht's. Wie viel haben wir denn aufzuholen? Ah, das sind Herzen. ja. Okay. Carefree Clear Conditions 2.1. Besiege alle 15 Pokies. Ach so. Okay. Wollte schon sagen, die kann man ja nicht wirklich besiegen, aber man kann sie wohl doch besiegen. Tricks, oh Gott! Achso, da ist eine Wolke. Oh, ich dachte schon. Okay. Hui! Hui! Oh no! Oh, ich dachte schon, das geht schief. So, einer fehlt noch. Da ist er. Den rutsche ich kaputt, oder wie? Nice. Okay, das war einfach. Gar nicht gewohnt. Gut, 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 gut. Weiter im Programm. Hat er eigentlich eine Welt gebaut? Nee, ne? Ich meine, der könnte ja auch. Nee, keine Welt. Der könnte ja aus seinen Leveln auch eine Welt bauen. Die Optionen bestehen, ja. Also gut, 2.2. Aktiviere alle 10 Pow-Blöcke. Aber wahrscheinlich muss man sie auch an einem bestimmten... An einer bestimmten Stelle aktivieren. Ja, auslösen. Und nicht einfach nur blind irgendwo. Ach so. Ich habe erst nicht gerafft, was ich tun soll. Jetzt verstehe ich's. Okay. Oh mein Gott. Da muss ich ja hin. Ah ja, jetzt kommt er wieder und jetzt geht er hoch. Okay. Schieb. Und kaputt. Okay. Den schmeiße ich jetzt auch da rein. Und dann gehen wir hier hoch. Und dann ist er da. Dann schmeiße ich den da rein. Und dann gehen wir hier rüber und dann rutschen wir hier alles kaputt. Und dann ist der hier. Zum Glück ist es nicht getimed oder so. Und man kann es einfach abholen. Das wäre sonst wieder
Fies! Okay, ich soll mich ducken. Gut, ich duck mich. Okay, da gehen wir drüber. Den nutzen wir als Absprung. Ah, der löst den aus und der löst den aus. Dann ist nur noch einer übrig. Nämlich der. Nice! Passt. Sehr schön. Hups. Da, 2, 3. Reach the goal as Super Mario. Okay. Also wahrscheinlich nicht treffen lassen oder sowas. Da ist mein Pilz und jetzt darf ich nicht mehr verlieren. Gut. Das hat funktioniert auf jeden Fall. Okay, jetzt ist das hier richtig rum. Jetzt rutsche ich hier durch. So. Du machst böse Dinge. Mach das mal nicht. Gehen wir hier rein. Dann gehen wir hier rüber. Dann springen wir hier hoch und rutschen hier durch. Okay. Da nutzen wir den aus. Und dann gehen wir hier rein. Rutschi. Und hier rüber. Und rutschi. Und rutschi und Sprung und drüber und wow. Okay. Alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Rutschi. Und hoch. Und hoch. Das hat nicht ganz hingehauen. Mit nicht ganz meine ich, ich bin tot. Aber der Anfang war eigentlich voll okay. Sollte man problemlos reproduziert bekommen. Hui. So, wo bin ich gerade verreckt? Ach, an dem Swamp, genau. Wann kam der? Hier, ne? Yo. Das war gar nicht so. Oh, was? Das war. Hatte ich ein bisschen Angst jetzt, ne? Okay, da ist das Ziel. Kein Quatsch mehr machen jetzt, bitte. Mach keinen Quatsch, Junge! Okay. Hab keinen Quatsch gemacht. Puh! Puh, puh, puh. Sehr schön. 2.3 und es geht weiter mit 2.4. Triff alle 5 P-Switches. Okay. Auf geht's. Ah, das war dumm. Das war nicht so gedacht. Da ist einer. Und Abflug. Okay, der muss noch gedrückt bleiben. Und dann hier rein. Und dann hier rüber. Und da ist der nächste. 2. Den brauche ich auch noch hier. Okay. Rutschi. Rüber. 3. Und hier rüber. Brauchen wir ihn noch? Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ja, da ist er durch. Okay. Hier runter. Da wurde wieder einer gedrückt. Ich muss schnell sein. Da drüben brauche ich ihn gleich nochmal. Hier. Okay. Jetzt kann er dann erstmal rausgehen. Nein, was ich hab kein. Ich,
Das war nicht der Sprung, den ich machen wollte. Mist. Hasse alles. Hasse das, wenn ich so einen Quatsch mache, ne? Zum Beispiel so einen Quatsch. Wenn ich einfach nicht die richtigen Knöpfe drücke. So. Müssen wir das halt alles nochmal machen, was nicht wirklich schwierig war. Deswegen halt einfach eine Zeit kostet. So, wo bin ich gestorben? Ich hab irgendwo den falschen Sprung gesetzt, ne? Aber ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo hier gleich. Das hatten wir auch noch. Dahinter jetzt. Ja, dahinter jetzt. Genau, hier war ich. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Was doof war. Gucci. Und das war der fünfte. Jetzt wollen wir kein Quatsch mehr. Oh mein Gott. Ich mach nochmal Quatsch, ne? Ich geh da durch. Okay. Puh. Dachte schon, ich mach nochmal Quatsch. Aber ich hab nicht nochmal Quatsch gemacht. Uff. Ganz, ganz großes Uff. So, das war 2.4. Dann haben wir schon 3.1. Erreiche das Ziel als Katzen-Mario. Dann tun wir das doch mal. Okay. Da ist mein Katzen-Mario. Ab jetzt verlieren wir den besser nicht mehr. Ich meine, ich krieg nicht nochmal einen. Wait, wie soll ich denn hier? Hä? Kann ich da direkt an der Wand hochlaufen? Wahrscheinlich ja. Ach ja, an der Wand hochlaufen. Ja, da war ja was. Ja, kann ich, okay. Da war ja eine Fähigkeit, die ich einfach mal komplett vergessen habe. Null. Wow, das war nicht, was ich wollte. Das wollte ich. Gehst du bitte durch die Röhre, danke. Nein. Den hier wollen wir machen. Und dann hier hochklettern und dann darüber. Und dann hier hoch und rüber. Oh Mist, ich hätte ihn schlagen müssen, ne? Oh nö. Oh nö. Oh nö, das wär's doch gewesen. Oh nö. Wow, das war... Ich war völlig falsch gedacht. Ich meine, da ist ja sogar ein Pfeil, der mir sagt, was ich tun soll. Also, keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin. What the... Merk schon, nach dem Part sollte ich aufhören. Meine Konzentration ist schon wieder komplett... zu nichts zu gebrauchen hier. Oder das Gamepad fängt an zu spinnen. Dann ist die Batterie gleich wieder leer.
jetzt sollte das doch aber besser funktionieren. So. Jetzt laufen wir einmal hoch. Dann schlagen wir das Viech weg und dann sind wir im Ziel. Ja, Mensch. Warum denn nicht gleich so? Ganz ehrlich. Warum denn nicht gleich so? Es geht doch. Es geht doch. So, eins machen wir noch, dann schließen wir ab. Carefree Conditions 3-2. Second level in the final Carefree World reached the goal as Fire Mario. Okay. Jetzt muss ich mit Sicherheit durch die Röhren irgendwelche Feuerbälle schießen. Die wir ab jetzt nicht mehr verlieren sollten. Sagte er und springt vor Freude in die Lava. Also, da ist die Blume. Da ist der richtige Sprung. So viel dazu. Ich weiß halt nicht, wie man das jetzt versauen konnte. Ne? Hui. Ich hab nicht richtig hingeguckt. Oh Mann. Da muss ich dann auch nochmal durchfeuern. Da müsste ich jetzt auch nochmal feuern. Okay. Warum mache ich denn so? Ich bin einfach gerade viel zu unkonzentriert wieder. Nee, wie gesagt, das ist jetzt der letzte Part dieser Aufnahmesession. Dann habe ich irgendwie 5 Parts oder so aufgenommen. Das reicht erstmal für 5 Tage. Ergibt Sinn. Wo habe ich vorhin Quatsch gemacht? Hier. Wow, 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 wow. Nicht nochmal Quatsch machen. So, jetzt weiß ich nicht, was kommt. Okay, ich habe den getroffen. Mehr muss ich im Moment nicht tun. Den muss ich treffen und dann muss ich hier durchrutschen und dann haben wir's. Wait, wie kommt? Ah. Deswegen war da auch nach unten plus B gestanden. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das nächste ist wahrscheinlich erreicht das Ziel als irgendwas anderes. Don't touch the ground. Oh mein Gott. Das ist so ein Level. Okay. Das kann aber ganz cool sein. Wenn das nicht komplett übertrieben hat, kann das ganz cool sein. War, glaube ich, jetzt nicht so gut, die kaputt zu machen. Ich habe nicht verstanden, was ich dann da hinten tun soll. Ach, das muss ich da reinpfeffern. Das müsste ich dann hier mit... Ah, verstanden. Okay. Verstanden.
Genau, so nämlich. Und jetzt kann ich den hier einfach kaputt machen. Kann hier erstmal in Ruhe schauen, wie es weitergeht. So nicht. Na, das war nicht so gut jetzt. Jetzt komme ich da nämlich nicht... Ah! Ja gut, es ist dann egal. Muss ich den ja gar nicht kaputt machen. In die Röhre. Okay. Oh, langsam. Machen wir ganz schön viel auf einmal. Oh mein Gott, das wäre so knapp, wenn jetzt den berührt hätte. Den Boden. Also ohne die Indikatoren wüsste man halt überhaupt nicht, was man tun muss. Also was man tun muss schon, aber nicht wann. Oh, nice. Aber nicht wann. Puh. Okay, haben wir das doch noch geschafft. Sehr schön. Na, dann machen wir die 3.4 auch noch. Dann machen wir halt die Carefree Conditions komplett durch jetzt. Weil danach haben wir dann nur noch Laser Luigi, was sozusagen das Neue ist. Und da geht's von Laser Luigi geht's aktuell bis 3.3. Okay. Aber gut, 3.4. Defeat the Boom Boom. Okay. Mit Boss also. Yo. So weit, so gut. Oh je. Okay. Wutschi. Okay, zack. Ach so. Ah! Muss ich schnell sein? Hab ich's geschafft. Gut, zack. Hier hoch, da lang. Da runter. Und in die Tür. So, wann kommt Boom? Da ist mein Boom Boom. So, und jetzt, oh no! Ich muss jetzt dreimal diesen Parcours machen. Ich meine, der Parcours ist jetzt nicht so schlimm. Aber so wird er dann praktisch getroffen. Ich könnte halt versuchen, da jetzt rüber, aber das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das geht schief. Ich mache lieber nochmal die Runde. Wir machen lieber nochmal die Runde. Das ist dann doch schlauer. So, und tschüss. Und das war's. Carefree Conditions abgeschlossen. Hurra. Sehr schön. Bam, bam, badam, bam. Gut, perfekt. Haben wir es doch noch geschafft. Trotz Unkonzentriertheit habe ich, glaube ich, nochmal die Kurve bekommen. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss.